willkommen mit der deutschen Fahne oder Flagge in den Ring. Ja, wir hören alle, was das Publikum davon hält. Wir wollen ja auch Big Walter nicht mit Michi Kovac vergleichen, zum Beispiel. Ja. Aber jetzt geht's schon los. Absolut Andi gegen Kovac. Man drückt ihn weg und klatscht hier mit dem Bricks ab. Hat man sowas schon gesehen? Ist ja ein Feigling, wie es im Buche steht. Richtig. Er ist in meinen Augen ein ganz eigener Wrestler, absolut Andi, in der RWA. Ich möchte an dieser Stelle auch unsere deutschen Fans herzlich willkommen heißen und auch begrüßen. Ja, hallo nach Deutschland. Dann grüße ich mal das anderwertige Deutschland. Hallo an Bayern, wo auch absolut Andi herkommt, der wird sich freuen. Bayern gehört ja eh schon fast zu Österreich, deshalb wundert es mich eigentlich, dass er für Deutschland antritt. Dann würde ich mal sagen, wir kommentieren dieses Match auf Bayerisch. Und da haben wir einen schönen Armdrag vom Demon Breaks gegen Kovac. Ja, aber Kovac ist ja gleich wieder aufgestanden. Ja, der kennt ja das Ganze schon seit vielen Jahren. Es war ja nur ein Euro-Roll oder so in die Richtung. Du hast ja mehr den Arnie Dialekt. Ja, ich habe auf Bayerisch gesprochen, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber okay. So mit Schwarzenegger Dialekt, das wäre auch was. Bleiben wir dabei. Zweiter Lockup. Hoher Hip das jetzt. Also das war ja schon fast ein Backdrop. Schön eingehakt hier von Damon Briggs. Mit Damon Briggs und Michael Kovac haben auch schon des Öfteren miteinander zu tun gehabt. Nicht nur das, man geht zurück zu 2001, glaube ich, wo Damon Briggs die ersten Schritte im Wrestling-Business bei Kovac erlangt hat. Das ist richtig. Somit kann man eigentlich sagen, Michi Kovac, der Lehrer von Damon Briggs, ja. Der Lehrer von Chris the Bumble Killer. Ja, mit Absolut Andi, glaube ich, hat er nichts zu tun. Aber wir sehen hier einen Lockup und ein Body Slam von Damon Briggs. Ja, hebt er die 110 Kilo, als wären sie nicht vorhanden. Ja, wir können auch gespannt sein, Franz Irdelweg, der Ringrichter, wie er sich verhält in diesem Kampf. Er ist mir manchmal zu langsam, vor allem in einem Tag Team Match, übersieht er gerne etwas. Die Frage ist, inwiefern er neutral bleibt. Das ist die andere Sache. Jetzt Kovac, braucht Unterstützung vom Publikum. Und wieder. Es geht wieder in den Lockup, ja. Und Armdrag von Michi Kovac und Hyptos. Body Slam, oder? Das ja, Body Slam. Gleich hinterher. Ja, da geht er raus, Damon Briggs. Ja, er macht das, was er von seinen deutschen Kollegen gelernt hat. Er flüchtet. Ich glaube, da hat Kovac jetzt noch absolut Andi runtergestoßen. Es ging jetzt etwas zu schnell. Man sieht, der Mond kommt auch schon langsam raus. Ja. Während Kovac sich hier zum Cowboy wandelt. Mondschein-Party. Ja, jetzt kommt langsam Main Event-Stimmung hier. Ja, Franz Irdelweg, was ist mit ihm? Er fordert, glaube ich, Ruhe. Ja, will nicht gestört werden bei seiner konzentrierten Arbeit, während sich Demo Briggs und Absolut Andi mit dem Publikum anlegen. Ja, und jetzt darf der Deutsche, der wirklich Deutsche in den Ring, denn Demo Briggs ist ja vom Pass her noch immer Österreicher. Ja, er will nur nichts mit Österreich zu tun haben. Ja, dann soll er den Pass wechseln, oder? Ist ja nicht so schwierig. Ja, ich weiß nicht, vielleicht denkt er sich, es ist nicht schlecht, wenn man einen österreichischen Pass hat. Ich kenne viele Deutsche, die auch einen österreichischen Pass wollen, weil einfach Österreich über Deutschland steht. Ich unterschreibe diese Aussage nicht. Aber okay. Jetzt geht's los. Bambi Killer gegen Absolut Andi mit einem... Ja, Fireman's Carry. Fireman's Carry, danke. Das gefällt mir gar nicht. Ja, er flüchtet auch gleich wieder. Eigentlich...
er ist immer geflüchtet. Kaum war irgendwas, ist er immer davongelaufen heute. Ja, sein, der Gegner liegt am Boden, da bleibt er gerne mal da. Gibt ein paar Tritte ab. Ja, nur war der Gegner heute noch nicht am Boden. Aber man sieht auch, sie legen sich immer wieder mit dem Publikum an und das lenkt einfach nur ab. Das ist unnötig. Ich glaube, das ist das Problem jetzt generell in Team Germany, dass sie viel mehr mit dem Publikum beschäftigt sind, als mit den eigentlichen Gegnern. Richtig, richtig. Und da gibt es, glaube ich, eine Geldstrafe. Ja. Weil er einfach das Publikum anfeuert. Ja, und da veräppelt er den Ringrichter etwas beim Bekinder. Er muss ein Ziel drehen. Gelbe Karte. Aber das nimmt man, glaube ich, nicht ernst. Da gibt er ja, die gelbe Karte. Ich muss sagen, ich finde es auch nicht okay, wie man da mit Franz Gierlweg umspringt. Also einmal zur Sache kommen hier im Ring. Das ist wieder locker ab. Ist nicht sportlich. Ja, da zieht er einfach das Bein weg. Und was ist mit ihm? Er läuft wieder weg. Ja, der Bambi Killer sollte ihn einmal festhalten und nicht immer davonkommen lassen. Richtig, richtig. Michael Kovac heute im weiß-schwarzen Outfit, sonst immer im rot-schwarzen. Ja, wobei ich muss sagen, das weiß-schwarze gefällt mir fast besser. Wirklich? Ja. Nur nicht immer gesagt. Ich finde immer Farben besser als dieses neutrale Schwarz oder Weiß. Es gibt zu viele Wrestler, die nur schwarze im Ring angezogen sind. Das bringt Farbe ins Spiel, das Ganze. Das ist richtig, du hast auch ein weißes Höschen an. Ach so, deswegen. Ja, und wieder regt sich Franz Hirnweg auf mit dem Bambi Killer. Sollen jetzt mal wirklich zur Sache kommen. Franz Hirnweg hält da immer wieder die Aktiven auf. Ich finde das nicht okay. Ich denke mir auch, das wird dann im Nachhinein wieder von RWA Office besprochen werden. Ja, leider immer erst im Nachhinein. Whipping jetzt vom als Befreiung vom Bambi Killer. Und Dropkick. Den kann er. Kovac sagt auch sofort, jawohl, so soll es sein. Und schon wieder ist er draußen. Jetzt sollte ihn einfach hineinholen. Sollte er wirklich tun. Und? Was er auch macht, glaube ich. Nein, stoßt ihn ja nur. Ja, da ist ich gleich wieder geduckt. Und er mahnt ihn hier, absolut Anti. Warum muss er jetzt zurück? Warum darf er ihn hier nicht angehen? Ich fand sie ihren Weg immer auf der falschen Seite des Gesetzes. Es gibt nur ein Gesetz und das ist das Gesetz von Absolut Andy. Sagt zumindest Absolut Andy. Ja. Jetzt holt er ihn rein. Jetzt holt er ihn rein. Briggs, nicht Absolut Andy. Damon Briggs ist es, ja. Und Vorarm oder European Uppercut, ja, ein zweiter. Und aller guten Dinge sind drei. Und da lässt ihn einfach ins Leere taumeln. Ja, der hat er von Kovac gelernt, die Uppercuts, die sind sehr hart. Die kennt man. Wie geht's weiter? Jetzt muss er dranbleiben. Whip-in. Hey, Russell. Oh! Das Knie von Absolut Andy und eingesprungener Ego. Der schönste eingesprungene Vorarm, den ich kenne. Ja, jetzt können sie sich zum ersten Mal verdient feiern lassen. Ja. Aber du sagst wie Arsgeier, kaum ist einer am Boden. Richtig. Stürzen sie sich drauf. Und der Gegner steht, dann wechselt man sofort immer wieder. Es wundert mich, dass das Absolut Andy noch gar nicht in den Ring wollte. Weil immerhin ist Bambi Killer jetzt geschwächt. Ja. Na, er erwartet vielleicht, dass er noch mehr geschwächt ist. Damit ihnen sicher nichts passieren kann. Jetzt aber vielleicht. Da deutet er an. Na, Stiefel. Ja, Stiefel war aufgerichtet und somit jetzt der Wechsel mit Absolut Andy. Bambi Killer im Würgegriff. Und da hält er ihn auch noch schön. Und ein Tritt in die Magengegend. Ja, das tut er gerne, so Gegner übernehmen. Würgen in der Ecke vor dem Ringrichter. Ja, und da lenkt dann auch sofort ab mit Kovac. Ja, und der Ringrichter sieht es natürlich nicht. Der Franz Gierlweg wird da abnehmen und dann deutet er an. Wie ein Känguru springt er auf und ab. Ja, man darf sich hier nicht provozieren aber man darf lassen. Im Hintergrund, hast du gesehen, Damon Briggs hat die ganze Zeit gewürgt. Größte Bambi Killer. Ja, und da macht jetzt Absolut Andy auch gleich weiter. Das ist ja diese erfolgreiche Provokation immer wieder von Absolut Andy. Wer da drauf? Aber Franz Hirnweg, nach so langer Zeit hat es noch immer nicht. Ja, er sieht einfach, Michi Kovac ist unerlaubt im Ring, er muss hinaus. Eines nach dem anderen, würde ich sagen. Ne? Schöner Double Exemplo auf die Schulter des angeschlagenen Armes vom Bambi Killer Headbutt jetzt. Jetzt schaut schlecht aus für Team Österreich. Ja, und Christian ist wieder am Boden. Jetzt hat er es aber nicht weit ins Eck zu Michi Kovac. Jetzt müsste er nur schaffen, hinüber zu robben.
Naja, das ist leichter gesagt als getan. Ja, Michi Kovac möchte natürlich hinein und da wieder provoziert. Ja. Diesmal von Damon Briggs. Von seinem ehemaligen Schüler. Und das lässt er sich natürlich überhaupt nicht gefallen. Nach dem Motto, Junge, ich hab dir das beigebracht. Du machst das nicht mit mir. Ja, ist aber dumm von Kovac, wirklich dumm. Das darf einfach nicht passieren, einen erfahrenen Catcher jetzt. Whip-in gegen Bambi Killer. Da, auch und ein schöner eingesprungener Ego. Ja, der war wunderschön. Aber hat er sich da selber verletzt? Oder? Ich glaube, er war vorher schon angeschlagen. Er schafft einen Wechsel und Wechsler. Jawohl. Ja, der Wechsel wurde geschafft auf beiden Seiten. Franz hier der Katz gesehen. Klauswein. Wundert mich, dass absolut Andi im Ring ist. Und Dropkick. Sehr schön. Noch ein Dropkick. Und geht noch einer? Nein, Whip-in. Spankick. Und was für einer. Die Höhe müssen wir mal erreichen. Ja, aber beim Pin wird er sofort unterbrochen von Briggs. Der ist auch noch da. Ja, jetzt müsste Bambi Killer ihm auch noch helfen. Da duckt er sich. Oh! Ja, Flying Forearm. Aber der war wunderschön. Weil, wie gesagt, der Flying Forearm von Damon Briggs gefällt mir noch besser. Ja, ich finde da Kovac einfach sauberer von der Ausführung her. Ja, jetzt ist Bambi wieder da. Was meiner Meinung nach ein Fehler ist, den wieder einzuwechseln nach so kurzer Zeit. Double Elbow. Er müsste ja noch angeschlagen sein, oder? Ja, okay, aber er hat jetzt trotzdem Zeit gehabt, sich zu erholen. Er hat ja auch in Japan gekämpft, des Öfteren, ich wüsste Bambi Killer. Wird dort sicherlich einige Meditationsmethoden gelernt haben, wie man schnell wieder zur Luft kommt. Und das wird ihm sicher zugutekommen. Jetzt Kovac wieder im Ring. Doppelaktion vom zweiten Seil vielleicht. Jawohl. Ja, da hat er getroffen. Beinhart. Ja, jetzt will er wechseln, aber da wird wohl nichts draus. Uppercut wieder in die Ecke. Und jetzt geht er auf Seil, das ist verboten. Und jetzt darf wieder gezählt werden. Aber die Schläge. Und eins, zwei, drei. Da ist absolut Andi, der in der Halle zieht. Wo ist Franz Irlweg? Wo ist Franz Irlweg? Da ist er eh. Warum? Wie kann das passieren? Das verstehe ich nicht. Ja, okay, wobei die Schläge von Michi Kovac auch nicht erlaubt ja, okay. waren. Ja, ja, dann darf also beides nicht passieren, wenn man ehrlich ist. Ja. Drei Elbows in Folge von Briggs, ein Vierter. Nein, der folgt nicht mehr. Da lässt er sich wieder feiern. Das ist ein Problem von Damon Briggs und von Absolut Andi. Ja. Sie lassen sich viel zu oft feiern. Aber ja, sie müssen es wissen. Sie haben ihren Spaß daran, die Gegner zu demütigen. Whip-in. Einsteiger. Und was kommt? Oh, ein Knee Drop. Eiskalt am Hinterkopf, ja. Zwei. Ja, kommt dann raus, der erfahrene Michi Kovac. Das war jetzt, glaube ich, schon mehr ein Reflex als irgendetwas anderes. Der ehemalige RBA Schwergewichtstitelträger. Ja, der erste sogar, wenn ich mich täusche. Ja. Das ist ein Titel, den man ihn nie wegnehmen wird. Schau dir das an, wie er hier wirkt im Hintergrund. Ja, aber der Franz sieht es nicht. Das sind alles so Finden aus Deutschland. Das gibt es bei uns in Österreich eigentlich nicht, oder? So was Hinterhältiges. Außer man heißt Söldner. Absolut ja, Andi. Und eine 5 Euro Geldstrafe. Eingesprungener Knee Drop war das hier. Und da lässt er sich schon wieder feiern, anstatt nachzusetzen. Was kommt jetzt? Noch wieder einer. Ein Knee Drop. Auf die Post. Schön gezielt. Ja, was war das? Da hat er ihn eingewechselt und zu viel Schwung genommen. Ja, auch so wechselt man. Da ärgert er sich. Es ist natürlich ein Töter für die coole Stimmung im Team Deutschland. Ja. Aber ich glaube, die coole Stimmung ist auch wirklich nur im Team Deutschland. Weil alle anderen helfen zu Österreich. Warte, Clothesline hier setzt sofort nach. Noch ein Whip-in. Wieder. Da kommt er gar nicht zum weiß nicht was. Sehr schön gemacht von Damon Briggs. Bleibt der Mann. Ja, zum ersten Mal. Lässt ihn keine Chance, aber dann ist es wieder Zeit. Da wird er sogar bejubelt von einem Fan, wie man sieht. Ja. Also auch ein Briggs hat Fans. Wieder Whip-in. Da lässt er sich jetzt doch wieder Zeit. Ah, es gelingt noch. Monkey Flip. Oh, ein Rad. Da hat er ihn einfach ausgekontert. Oh, Big Shin. Und der Sidekick von Michi Kovac, da hat sich die Lichter ausgeblasen. Kann man so sagen, hier sieht man es nochmal. Ja, da fällt er einfach um. Aber Kovac auch. Oh, gewechselt jetzt. Damon Briggs. Kovac noch nicht.
Und wenn er das nicht gleich schafft, dann sehe ich schwarz für Österreich. Ja, eindeutig. Und es geht ja hier nicht nur um den Sieg im Match, es geht einfach um das Prestige. Richtig. Österreich gegen Deutschland. Gegen Bayern. Ich lass mich jetzt eine Vorhersagung machen. Wenn Österreich heute gewinnt, Team Österreich, wird auch die österreichische Fußballnationalmannschaft gegen Deutschland bei der Europameisterschaft gewinnen. Ich weiß nicht, ob die Möglichkeit überhaupt bestünde, dass die zwei aufeinander treffen. Du meinst, weil sich Deutschland nicht qualifiziert? Oder? Die sind schon qualifiziert mittlerweile. Hoher Backbody-Drop gegen Kovac. Sieht man das auch noch mal? Jawohl, da ist es schon. Ja, wunderschön. Auch diese Zeitlupen, was immer eingespielt werden. Einmal ein Lob an die Regisseure und an die Macher der DVD. Aber jetzt ein Lob an Kovac für den Sunset Flip und er zieht dann die Hose runter. Ich muss meine Augen schließen. Bitte sag mir Bescheid, wenn es vorbei ist. Zieh dir das an, es ist vorbei. Ah, du hast gelogen. Da ärgert er sich. Oh mein Gott. Da muss man über eine Zensur auf der DVD hier sprechen. Ja, das sind dann die Momente, wo man nicht im Publikum sitzen möchte. Oder umso mehr als Dame. Oder Herr ja, des anderen. Na, lassen wir das. Ja. Clothesline gegen Kovac. Das war wohl mehr ein kurzer Befreiungsschlag von ihm, um das Team Germany hier zu verwirren. Aber grundsätzlich ist es verboten, den Gegner die Hose runterzuziehen. Wie gesagt, ich habe kurz weggeschaut, ich war kurz abgelenkt. Aber schau, Kovac, kommt er zurück. Nochmals, Kick. Und was wird das? Und was kommt? Ein Neckbreaker. Schon von Joey Legend heute gesehen. Ja, beim Joey Legend war es schon fast ein Side-Neckbreaker. Okay. Kovac war es auch nicht so fein jetzt ausgeführt, aber es war einfach ein Konter. Und endlich ist es soweit. Bambi Killer darf in den Ring. Clothesline. Ja, da prallt er einfach ab. Bodyslam im Ansatz. Jawohl, da sitzt. Und man darf nicht vergessen, Chris ist auch fast an die 2 Meter groß. Richtig, der ist schon sehr groß. Ja, da wollte er flüchten, aber im Rücksicht hat es noch geschafft. Wieder, Kovac kommt rein. Aber der muss ja doch noch ziemlich fertig sein. Aber für eine kurze Doppelaktion wird es genügen. Hebt hier Andi auf. Und was kommt? Dann nimmt er noch mehr Anlauf. Ja, und wunderschöner Elbow. Ich dachte, eine Clothesline wird kommen. Elbow Pin von Kovac. Powerbomb, so aber das. Da hat jetzt Damon Briggs mehr nachgeholfen. Na, da sehen wir einen Sprung, denn es geht hier lange draußen zur Sache, aber das bekommt man wohl eher mit. Wenn man live vor Ort ist, wieder ein Grund mehr, sich die RWA-Live-Shows live anzuschauen. Ein Fortspiel hier. Ja, hautnah ist man da dabei, wenn man sieht, wie hier vor dir geschlagen wird. Aber jetzt beide, das ist Team Deutschland auf den Knien, das sieht man gerne als Österreicher. Deutscher weniger. Franz Hirnberg müsste jetzt aber einschreiten, denn das darf nicht lange der Fall sein, dass alle vier im Ring sind. Ja, ich glaube, die Österreicher wollen hier jetzt Schluss machen. Ah, aber die Deutschen wieder kommen Konter, wieder zurück. Ja, unfair mit Augenkratzern. Vorarms jetzt gegen Kovac, der sicher schon sehr angeschlagen ist in diesem Match. Das doch schon relativ lange dauert. Double Whipping jetzt. Und oh, was ist das? Ein Konterziel, Ringespiel. Und Clothesline beide. Ja, die kennen sich natürlich schon jahrelang. Was haben sie vor? Jetzt dasselbe nochmal. Oh, die auch gebremst. Und Dropkick. Double Dropkick. Ja. Ja, da haben sie sich schon gefreut, zu früh. Jetzt beide auf dem zweiten Seil. Kovac und Chris Raber, der Bandykiller. Was folgt? Ich bin gespannt. Wird was folgen? Double Clothesline. Und der Pin. Eins. Zwei. Drei. Das war's. Das war's. Team Österreich hat gewonnen. Ja, und somit wird auch die österreichische Fußballnationalmannschaft gewinnen. Wie auch immer, Sieg für Team Österreich. Micky Kovac und Chris, der Bambi-Killer.